Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII, Part Nummer 2. Ich habe ja ehrlich gesagt, ich will das LP immer so vorspielen, dann nur meine Kommentare drunter setzen. Wenn ich meine, es ist für die Stelle angebracht oder wichtig. Ab und zu gibt es allerdings, so wie jetzt, auch einen Live-Commentary-Part. So wie halt normale Let's Plays sind. Ich dachte mir, ich habe jetzt mal Bock da drauf. Habe ich in Teil 8 auch schon gemacht. Und deswegen gibt es jetzt mal einen ganz normalen Part, in dem ich vielleicht mal so kleine Dinge so erkläre. Oder auch nicht. Die Cloud-Speicher gehen immer noch nicht. Square Enix kümmert sich anscheinend einen Scheiß drum. Viele Leute kommen gar nicht dazu, das Spiel zu spielen, weil die irgendeine Fehlermeldung bekommen. Es wird einfach nicht gepatcht und ich finde es schon eine fiese Frechheit von den Leuten, ja. Aber naja, zum Glück geht bei uns alles, außer der Code-Speicher, aber der ist ja nur dafür da, dass man jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel bei einem Kumpel am PC einloggt und dort sein Spiel weiterspielen will, kann man das über den Code-Speicher. Aber ich zocke eh nur hier bei mir am Rechner, von daher ist das ja Bockwurst. So, ich erkläre euch jetzt mal auch ein bisschen, was hier oder was wir so machen können. Nee, geht noch gar nicht. Ich wollte gerade ein bisschen über Materia erzählen. Ah, geht nicht. Hey, was geht bei dir? Hä? Jetzt aber, huch. Was machst du da? Das geht aber nicht. Willst du es dir ansehen? Es hat da oben Detonation gegeben. Wenn der Pfeiler einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Naja, stimmt. Schau nur, das ist gigantisch. Ja. Das ist ein Stützpfeiler für die Platte. Ich bin mal gespannt, wie lange der noch steht. Also eigentlich sagte von irgendjemand was von 50 Metern. Also dass die Platte, die ich sag mal Oberstadt mit den Slums verbindet, 50 Meter hoch ist. Das sah mir jetzt gerade ein bisschen mehr als 50 aus, aber ist egal. Gehört alles mir, du kannst herkommen, wenn du möchtest. Hä, gehört alles mir? Jo, Akio, hier. Ich komme. Barrett. Das ist der Unterschlupf von Avalanche. Ist eigentlich eine Bar. Aber, wurde umfunktioniert zu einem Hauptquartier, also zumindest der Keller. Naja, was geht bei dir? Ne? Explosion, oh Mann, Avalanche ist einfach geil! Boah, willst du wissen, dass es Avalanche war? Hä? Hast du gehört? Nein, was denn? Es war eine. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was denn? Weißt du, ich stehe über solchen Dingen. Und wenn du mich fragst. Wenn sie Midgard den Strom abstellen, dann sind seine ganzen Computer und Signale lahmgelegt. Der finanzielle Schaden dürfte in die Milliarden gehen. Und das ist längst nicht alles. Eine Menge unschuldiger Leute sind auch umgekommen. Wenn die Explosion ist. Das stimmt wohl, ne? Hätten die das nur Nacht gemacht, dann hätte es weniger Tote gegeben. Aber. The planet must live! Hallo, Barrett! Okay, Rinnen! Hui! Oh, wie heißt die Bar nochmal? Papa! Nein, ich bin nicht Papa. Hä? Da ist Tifa! Marlene, willst du nicht etwas zu Akio sagen? Nein, Marlene ist... Oder? Hä? Willkommen zu Hause, Akio. Scheint ja, als wäre alles gut gegangen. Natürlich. Hast du mit Berti gekämpft? Nein. Du bist erwachsen hier oben. Nicht wirklich. Das ist Tifa. Und die ist ganz schön stark. Blumen? Ah! Guck an! Dafür konnte ich die Blumen kaufen, um die Tifa zu geben? Das wollte ich doch nicht machen. Ich hab dir auch nicht gesagt, dass es deine sind.
Ach so, gib sie. Ich geb's ne mal. Ich bin mal. Oh, geil. Ich geb's ihm, Marlene. Bin ich nicht nett? Sorry, Akio. Marlene ist wohl etwas schüchtern. So. Es geht doch nichts über den ersten Schluck nach dem Einsatz. Ich trinke ihn mit. Auch wenn. Jetzt steht das Soldier. Vorhin stand Soldat da. Ach, Akio, Tifa ist eine Meisterköchin. Oh Mann. Egal, ich will dir was sagen. Ja? Tifa lässt mich immer probieren, wenn sie kocht. Und darum bin ich jetzt zur Kugel. Ja. Ich weiß nicht, ob ich drüber lachen oder weinen soll. Aber der Laden ist berühmt für sein gutes Essen. Und für seine Getränke. Was schmaust ihr da? Ihr schmaust doch überhaupt nicht. Naja. Wir können auf jeden Fall jetzt hier runter. Nein, können wir nicht. Marlene! 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 Hallo? Ich glaub, ich muss rausgehen. Ja, dann kommt doch Fette rein. Papa, willkommen! Ja? Was ist das für eine Antwort? Willkommen? Ja? Wo hast du die Blume her? Ein Geschenk für ein Akio. Oh! Oh, ich bin ein Mini-File. Habt ihr das gehört? Hast du Danke gesagt? Danke. Ich gieße sie täglich. Bei dem Marlene war das M und A gerade groß. Das war so ein Schriftfehler, so ein Schreibfehler. Mehr oder weniger. Und es gab auch, es gibt und gab einen berühmten Schreibfehler aus Teil 8. Das ist so geil. Dort ist man mit, ich glaube mit Xell und Quistis und Selfie in irgendeiner Raketenbasis. Und da muss man irgendwie den Computer kaputt machen unten. Und dann will man irgendwas mit Kontrolle sagen, aber anstatt Kontrolle steht da Codrolle. Das ist so geil. Achtung, Codrolle. Das ist so geil. Ich musste so feiern, als ich das gelesen habe. Codrolle. Was ist eine Codrolle? Hey. Oh, das ist ja ein schon alter Computer. Ups. Hey, schaut mal, was die Nachrichten bringen. Eine Riesenexplosion. Glaubst du, das ist alles wegen meiner Bombe? Natürlich. Oh Mann, ich muss mich verrechnet haben. Du Akio, ich muss dich was fragen. War bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, ist Soldier dabei? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Das hört sich aber sehr, sehr sicher an. Hä? Wären Soldier dabei gewesen, würdest du jetzt hier vor mir stehen. Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist, bloß weil du bei Soldier warst. Oh. Da geht so schnell an die Decke. Am Anfang denkt man sich so, also so war es bei mir so, Barrett, ey, voll der Penner, leck mich, verpiss dich einfach nur. Ich hasse dich. Aber im weiteren Spielverlauf ist er dann eigentlich doch ganz cool. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle Soldier stark. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bild dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klimmern. Klimpern. Klimpern? An Shinra klimpern? Du hast mich was gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Fertig. Boah, ich gehe nach oben. Wir reden über das Geld. Tifa, warte, Akio. Tifa, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er Shinra immer noch vermischen. Shut the fuck up. Nimm dich weder was an Shinra noch an Soldier. Aber versteh mich nicht falsch. Avalanche und der Planet sind mir genauso egal. Oh, du bist der harte Cloud. Dir ist alles, Rain. Du bist ein Misanthrop. Du hast jeden und alles. Wahrscheinlich bist du noch ein Atheist und so. Ich möchte dich um etwas bitten. Mach mit bei mich.
Nö. Sorry, Tifa. Der Planet stirbt. Er stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. Sollen Barrett und seine Kumpel doch was dagegen unternehmen? Ich habe damit nichts am Hut. Ich habe keine Haut auf. So, du gehst also wirklich? Du gehst hier einfach so weg und lässt deine alten Freunde. Was? Ja, tut mir leid. Ah ja, das Versprechen. Versprechen? Du hast vergessen. Erinner dich, Akio, vor 7 Jahren. The Water Tower, do you remember? Ja, damals. Wie die aussehen, so unglaublich hochauflösend und detailliert und überhaupt nicht pixelig und kantig. Mensch, ich dachte, Tifa würde nie kommen und mir wurde etwas kalt. Der kleine Cloud mit 10 Jahren oder so. Sorry. Da rennt Kinder schon im Kleid rum, ey. Wie heutzutage. Siehst du, wenn's da rumrennen, 11, 12 mit Handtasche geschminkt bis zum Arsch und Dörsen-Handys und was weiß ich, ey. Du sagtest, du wolltest über etwas reden? Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier nach Midgar. Alle Jungen verlassen die Stadt. Nein. Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Hallo, du bist ein Kind, Alter. Ich möchte Soldier werden. Ich werde der Beste sein. Genau wie Sephiroth. Sephiroth. Der große Sephiroth. Ich finde den Namen so geil, Sephiroth. Das klingt schon nach ultimativer, abgöttischer Stärke, ey. Sephiroth! Okay, ist gut, Mann, ist gut. Ist es schwer, Soldier zu werden? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht her zurückkommen. Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Wenn du gut bist, kommst du in die Zeitung? Ja? Ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir uns nicht ein Versprechen? An das ich dich 7 Jahre später erinnern werde. Wenn du berühmt wirst und ich in der Patsche sitze, kommst du und rettest mich. Okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon. Promise. Promise. Na gut, I promise. Le promise. Le promise. Ich glaube, ich habe eindeutig zu viel Kaffee. Oh, Sternschnuppe. Ich habe eindeutig zu viel Kaffee in Asche heute und zu viel Cola getrunken. Jetzt weißt du es wieder, stimmt's? Unser Versprechen. Nein. Ich bin kein Held und ich bin nicht berühmt. Ich kann das Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr geworden. Du bist Soldier geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Du bist ja ein schöner Affe, ja? Warte mal kurz, du super toller Soldier. Was war das für eine Bewegung jetzt? Für eine Handbewegung? Alter. Versprochen ist versprochen. Hier, take this. Money, money, money. Geld von Barrett erhalten. 1500 Gil. Das ist mein Anteil. Soll das ein Witz sein? Was? Du wirst also. Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach für 3000 Maris. Schon gut, schon gut. Ich brauche ganz dringend Unterstützung. Yay! Das Geld ist für Marlins Ausbildung gedacht. 2000. Danke, Akio. Setz ihn, Baum.
Ach ja, so, the next day. Wir haben einfach mal hart in der Bar gepennt, ohne uns zu waschen oder uns umzuziehen. Und unser Abenteuer geht sofort weiter, ohne uns die Zähne zu putzen, uns zu waschen. Ey. Das ganze Spiel überwaschen die sich nicht. In keinem Rollenspielen wird mal daran gedacht, dass man sich mal umziehen müsste, sich mal waschen müsste, mal Zähne putzen, mal was essen, mal trinken, mal kacken und so ein Scheiß, ja. Die rennen einfach weiter. Das wäre ja zu komplex. Guten Morgen, Akio. Hast du gut geschlafen? Klar, neben dir. Oh, ich weiß nicht, warum. Ich komme diesmal mit. Okay, cool. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Jo, Akio, vor dem nächsten Auftrag muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materia umgeht. Hier ist die Materia, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Das Tutorial überspringe ich, das erkläre ich euch jetzt. Das raffst du sowieso nicht. Was ist denn nur so toll an den Jungs bei Soldier? Okay, ich frage Jesse später nochmal. Aber du bist für die Materia verantwortlich. Ja, Akio, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Marlene, du bist ein kleines, wahrscheinlich 6-, 7- oder 8-jähriges Kind. Du passt in der Zeit, in dem alle Erwachsenen und alle, die auf dich aufpassen könnten, weg sind, auf die Barleine auf und passt auf, dass hier keine bösen Leute reinkommen. Danke. So unverantwortlich. So Leute, jetzt erkläre ich euch. Nein, Moment nochmal. So Leute, AQ erklärt das Materia-System. Man klickt auf Materia, sucht sich einen Charakter aus. Und dann haben wir hier zum Beispiel ein Schwert, ne? Jede Waffe und jedes Accessoire und jedes Rüstungsteil, also es gibt nur Accessoires oder Rüstung, ne, ist nur Accessoire, ne? Ja, es gibt nur Waffen und Accessoires. Accessoire. Und jede Waffe hat eine bestimmte Anzahl von Slots. Und die Slots kann man mit Materie erfüllen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel anstatt Kälte Genesung reindonnere, dann, nochmal, warte. So, jetzt ist es im Takt. Dann habe ich Heilung ist kein Zauber, der jetzt auf Stärke basiert. Deswegen haben wir Stärke minus 1, aber Zauber plus 1. Maximale HP minus 2%, MP plus 2%. Wenn ich wiederum Kälte reinmache, genau dasselbe, weil das allgemeine so die ganzen. So, ich musste ein bisschen was cutten. Auf jeden Fall, das sind alles so Zauber, Magie-Zauber, sage ich mal jetzt so, ne? Wenn ich jetzt so Stärke-Zauber hätte, dann würde auch Stärke plus dastehen und Max HP plus. Ja? Also je nachdem, was ich in meine Slots packe, verändert halt meine Stats. Wenn ich jetzt hier Blitz reinmache zum Beispiel, habe ich die Fähigkeit Blitz, um die einzusetzen im Kampf. Aber muss dann auch mit den Minus- und Plus-Stats leben. Ne? Also sprich, Materia wird einmal in der Waffe gekoppelt. Ganz einfach. Mehr gibt es da nicht zu verstehen. Und wir geben jetzt mal tiefer Genesung, damit die uns halt ein bisschen heilen kann. Und dann geht's los. Wir müssen erstmal schnell zum Waffenhändler. Zum Weapon Boy. Und der ist hier oben. Gehen wir hier hin. Und hey. Hey, hallo, Moment mal. Du kannst ja nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Ein Händler kaufen. Das haben wir bekommen. Also kaufen wir uns ja für jeden Char ein Eisenreif. Und dann haben wir ein bisschen Def mehr. Okay, es gibt doch. Ich habe mich gerade versprochen, es gibt doch Accessoires, Rüstung und Waffen. Alles klar. Eisenreif. Hier, seht ihr, jetzt habe ich hier zum Beispiel wieder eine Fassung frei für eine Materia. Ne? Jetzt kann ich hier wieder was reinpacken, wenn ich. Sorry, Leute, ich wurde gerade unterbrochen von Nuralon. Der hat mit seinem Steam-Chat das Bild überlagert. Ich muss das rausschneiden. Da, ein Speicherpunkt für uns. Und hier kommen wir jetzt was über Limit Slam. Peng, Klatsch, Hilfe! Du musst durchhalten, deine Limitanzeige baut sich gerade auf. Uhuhu. Siehst du, jetzt ist deine Limitanzeige voll. Du kannst sie benutzen. Setz deine Technik ein. Setz sie bauen.
super. Wir gehen jetzt hier speichern. Machen wir auch nicht. Wir müssen höher. Oh, hier, guck mal, guck mal. Materia, alle. Hey, auf Anhieb. Das war Materia. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Äther. Äther bewirkt, dass wir MP zurückbekommen. Wer bekommt die Materia alle? So, jetzt habe ich schon Genesung, ja. Wenn ich da jetzt noch die Materia alle gebe, hat Tifa die Möglichkeit, im Kampf mit einmal alle zu heilen. Deswegen heißt die Materia alle. Ist das nicht ultra spitze und super toll, Leute? Jetzt mal ohne Witz. So. Jetzt gehen wir noch schnell hier hoch. Zum Waffenhändler, wie gesagt. Hä? Das hier ist ein Slum Club. Ja, eigentlich, du kannst umsonst wohnen. Was hast du vor? Du bist doch ein bisschen müde. Hau ab, Junge. Bist ja auch nicht von mir. Sehr barsch. Man sollte schlafen, wenn es nur geht. Man sollte speichern, wo es geht. So wird man alt. Denk dran, alter Junge. Will er mich rollen oder warum? Gibt es hier noch irgendwas? Nicht? Okay, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, das war Part Nummer 2. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn es euch gefallen hat, in Part 3 wieder. Bis dann, haut rein, ihr Chaser.